und willkommen zum vierten Adventskalender-Video von mir. Heute gibt es mal einen kleinen Bastel-Haul. Diesmal sind es nicht so viele Sachen, da ich eigentlich noch warten wollte, bis ich das nächste Mal zum Beispiel beim Action oder Teddy bin. Allerdings hat sich das ja wegen der Situation nicht mehr ergeben. Und ich würde sagen, ich zeige euch die Sachen trotzdem mal, denn es sind auch einige Weihnachtssachen dabei. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Wir starten als erstes einmal mit den Stiften, die hier sind vom Action. Und zwar sind das Blush Pens. Hier haben wir einmal einen in hellgrau, dunkelgrau, dunkelblau und in blau bzw. eher türkis. Und das Ganze sieht dann halt so aus, wenn man damit malt. Und so sieht die Rückseite aus. Dann habe ich mir einmal zwei Packungen Stifte in Herbstfarben gekauft. Und zwar einmal dieses Set mit Grüntönen. Und zwar haben wir hier 225, 225 und 237. Und das sind Tönmarkers. Und was mir hier aufgefallen ist, dass hier 225, 224 und 237 steht. Aber hier ist 2x225 drin. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und so sehen die halt aus. Die haben einmal eine dicke und eine dünne Seite. Und das hier ist die Rückseite. Die sind auch wieder von Action. Und hier kann man auch nochmal die dünne und die dicke Seite sehen. Und dann habe ich mir natürlich noch welche in Orangetönen gekauft. Und zwar haben wir hier einmal 221, 211 und 222, also gelb, rot und so ein braun. Und das sind halt auch wieder drei Stück. Und die sind halt genau gleich wie die anderen. Das hier sind jetzt die kleinen Sets. Es gibt ja auch noch die größeren von denen. Das sind dann gleich so eine ganze Packung. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Auf jeden Fall vielleicht so 10 Stück, wahrscheinlich mehr. Und die kann man dann auch übereinander stapeln, aber ich wollte die erstmal ausprobieren, deswegen habe ich so kleine genommen, denn die haben auch gerade mal 1 Euro gekostet. Dann machen wir weiter mit der nächsten Sache, die ist auch von Action. Und zwar ist das einmal so Draht und damit kann man halt Sachen machen. Und zwar ist der einmal 5 Meter lang und ich habe den hier einmal in Gold. Und man kann dann hier halt verschiedene Sachen draus machen. Hier sind einmal ein paar Beispiele, zum Beispiel eine Katze, ein Fisch oder so ein Herz. Und damit habe ich was vor. Und ich habe nicht nur eins, sondern ich habe mir davon gleich 3 Stück mitgenommen, damit ich auch genug habe. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Sache. Und zwar habe ich mir einmal dieses hier gekauft. Das hier ist allerdings von Teddy. Das ist so eine kleine Leinwand mit Staffelei für 1 Euro. Und die fand ich ganz süß. Und da kann man dann halt ein kleines Bild drauf malen. Und das sieht halt einmal so aus. Und die ist einmal 7x7 cm groß. Und die wollte ich mal ausprobieren. Dann haben wir auch noch was anderes von Teddy. Und zwar passend zur Weihnachtszeit solche Glöckchen. In ganz vielen verschiedenen Farben. Und zwar steht hier einmal 30 Stück. Da sind dann wahrscheinlich 30 drin. Und hier haben wir einmal Rot, Lila, Grün, Silber, Gold und ganz viele verschiedene halt. Und die klingen auch ganz gut. Und damit habe ich auch schon was vor. Und dann haben wir hier noch eine Sache von Teddy, auch weihnachtlich. Und zwar habe ich das ja zum Nikolaus bekommen. Und die sehen halt einmal so aus. Es sind halt so zuckerstangenartig. Und zwar einmal mit Weiß, Rot und Grün. Und daraus kann man dann auch was basteln. Und zwar sind das so Pfeifenreiniger. Und die sind einmal von Teddy, wie gesagt. So sieht das aus. Und die sind einmal 30 cm lang. Und es gibt 30 Stück. Und ja, ich habe das vierte Adventskalender-Video leider vergessen, deswegen sind hier auch Sachen bei, die ich zum Beispiel
vom Nikolaus habe, wie gerade eben. Und dann machen wir weiter mit Washi Tape. Und da haben wir hier einmal dieses hier. Das habe ich zum Geburtstag bekommen. Das sind einmal so Regenbogen-Washi-Tapes in so lila Pinktönen, in grün und einmal in gelb. Und die sind einmal von Teddy. Dann habe ich als nächstes noch einmal welche zum Geburtstag bekommen mit Glitzer. Einmal in blau, silber und in grün. Die sind auch 3x3 Meter. Und die sind auch wieder von Teddy. Dann machen wir weiter mit diesem hier. Das ist auch von Teddy. Das ist jetzt nicht so weihnachtlich. Das sind einfach hier einmal so ein pinkes mit Pünktchen. Und dann zwei Blumenmuster. Dann habe ich hier einmal von Teddy diese hier. Mit ganz vielen verschiedenen Monden. Denn noch Sonnen, Sterne, Streifen und Punkte. Und hier ist nochmal ein Text und da steht Moon. Und passend dazu habe ich auch noch vom Action welche. Und zwar sehen die so aus. Hier ist einmal mit so Sternschnuppen, Planeten, Rakete und hier noch so ein Text. Und dann habe ich auch noch vom Action dieses süße Washi-Tape hier mit verschiedenen Weihnachts-Washi-Tapes. Hier haben wir einmal Schneeflocken, Schneemänner, so Streifen. Hier ein Text, Weihnachtsbäume, Sternchen und Gold. Und hier ist auch gleich so ein Abzieher bei, falls man das sehen kann. Und das Ganze ist auch sehr süß verpackt. Aber ich würde sagen, wir holen das mal raus, weil die anderen, die da oben drin sind, die kann man gar nicht sehen. Und zwar sind hier nämlich 8 Stück drin. Und so sehen die einmal aus. Hier haben wir oben noch einmal ein mit Nussknackern. Zumindest denke ich mal, dass das welche sind. Es kann auch was anderes sein. Hier sind einmal wieder die mit Schneeflocken, Lebkuchenmänner, Streifen, den Text, den Tannenbäumen, Stern und hier dem Glitzer. Und das hier sind einmal so dünnere. Also es geht hier von groß nach klein runter. Und hier ist halt so eine Abziehkante. Und das Ganze ist hier auf so einem Röhrchen drauf, damit es auch nicht verrutscht. Und so sehen die halt aus. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Und das hier ist einmal so ein kleiner Block mit einem Häschen drauf. Der sieht einmal so aus. Das ist auch noch was von meinem Geburtstag. Das habe ich an dem Tag gekauft. Und auf den ganzen Blättern ist halt dieses Häschen drauf. Das kann man auch gut zum Basteln benutzen. Das Ganze ist hier einmal vom Tiger. Und so sieht das halt aus. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.